Hey Leute und herzlich willkommen zu einem besonderen Video. Und zwar werdet ihr sehen, wie ich in diesem Video Stoned to Death schaffe. Das ist eine Map, die war seit einem Jahr ungeschlagen, hat nur der Map-Ersteller selber geschafft und ist auch ein bisschen bekannter. Auf jeden Fall ist es eine sauschwierige Map und ich habe sie geschafft als einziger und das nach einem Jahr, seitdem sie veröffentlicht wurde. Und hier werdet ihr jetzt sehen, wie ich sie geschafft habe. Und ich gebe ein paar kleine Tipps. Und zwar hier an erster Stelle, der Anfang ist noch recht simpel. Man muss aber eine 1.12 spielen und da habe ich jetzt gerade meine Springtaste auf die Maus gelegt, um diesen Fünfersprung mit Treppenboost zu schaffen. Danach kommen drei Einer-Neos, eigentlich recht easy, man hat 4 Sekunden Zeit, das schafft man noch. Und ganz wichtig ist, wenn man das geschafft hat, muss man auf die Druckplatte da hinten gehen erst und sich dann diese Druckplatte in den Minenschacht holen und wieder zurück und alles neu machen. Dadurch, durch diese Druckplatte, kriegt man nämlich Wasseratmung, das man später noch braucht, was richtig asozial ist. So, jetzt mache ich das hier nochmal, wieder geschafft und jetzt geht's weiter. Bei dem Sprung ist es ganz wichtig, dass man einen Doppelsprung vorher macht, sonst ist es glaube ich nicht möglich. Man braucht das Feuer durch den Slime und muss sich dann mit diesem Feuer 2 Blöcke hoch boosten, ist auch machbar. So, hier wieder Doppelsprung, da kriegt man Jump Boost und man muss im richtigen Moment den Jump Boost nutzen. Hierbei ist es bei dem Part ist es schwierig, dass man auch wieder Jump Boost, aber nur an dieser äußeren Ecke bekommt und man braucht das Feuer, um sich dann mit diesem Jump Boost dann noch so ein Stück höher zu boosten, um da hochzukommen. Zack, das habe ich auch geschafft und jetzt kommt man in den Wasserpart, den man nur schafft, wenn man eben Wasseratmung hat, was ziemlich asozial ist, als ich das erste Mal rausgefunden habe. Ich gucke mich da auch noch mal ein bisschen genauer um, weil ich dachte, vielleicht ist hier noch eine Druckplatte versteckt, die man mitnehmen muss und man kommt in den nächsten Raum, der ziemlich schwierig ist mit Moving Blocks. Aber auf die Art, wie ich den mache, ist er möglich. Ohne Doppelsprung, so finde ich die Sprünge einfacher. Und dann rüber. War an sich nicht schwer. Also, ich habe mich ein bisschen dumm angestellt. Sind wir jetzt bei einer halben Stunde, die ich in der Map bin. So, das wird hier schon ein bisschen trickier. Zwar kommen hier ganz schön fiese Sprünge, wie man sieht. Und bei dem Sprung hier kann man sich ganz easy den Kopf stoßen. Und da ist es entscheidend, dass man einfach nur runterläuft. Ich habe da auch erst ein bisschen überlegt. Aber das ist ganz entscheidend, dass man runterläuft. Und ab hier, es gibt leider kein Checkpoint, das heißt, man darf sich nicht zurücksetzen. Aber was ganz wichtig ist, man muss es mit Doppel-W machen. Ich habe da 20, 30 Minuten dran gehangen, 20 Minuten tatsächlich, und es nicht geschafft. Mit Doppel-W hat es geklappt mit dem Timing. So, und da guckt euch das jetzt an. Ich habe einen Timer in meinem Inventar. Das ist mir da erst zu spät aufgefallen. Ich bin da das erste Mal und man muss quasi ganz schnell zum Ziel rennen. Und das mache ich da auch und das ist so knapp. Guckt ins Inventar. Und dann habe ich es geschafft. So, das war's mit der Map. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin immer noch ein bisschen überwältigt, dass ihr das tatsächlich geschafft habt, weil das ist abnormal schwer. Und ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr einen Daumen hoch dafür da lasst. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.